Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr merkt es schon, meine Stimme ist noch nicht ganz warm an diesem wundervollen Dienstag. Wir werden heute wieder zusammen reagieren und zwar auf Stupid, Crazy and Angry People vs. Bikers 2020. Ich habe mega Bock und deswegen würde ich sagen, labern wir gar nicht lange, sondern legen direkt los. 3, 2, 1, let's go. Okay, hier sind wir anscheinend in Florida. Honda Magna. Digga, hä? Er hat einfach mitten auf der Straße gewendet. Einfach so. Und doppelt durchgezogene Linie, falls ihr das nicht gesehen habt. Classic. Aber es passiert halt so oft, also auch hier in Deutschland, so oft. Und da muss man auch sagen, gerade der Autofahrer, der hatte, können wir nochmal zeigen, der eine Autofahrer hatte wirklich, wirklich eine richtig schlechte Sicht. Hätte trotzdem warten müssen, aber obwohl, ja gut, na okay, ich nehme es zurück. Eigentlich hätte er hier schon den Motorradfahrer sehen müssen, aber wahrscheinlich hat er nur auf das Auto geguckt und eben hier dann auf die andere Spur. Ne, passiert ganz oft, die Autofahrer gucken nach rechts, fahren dann einfach los, zack. Ja, also ich glaube, da eine Sekunde früher hat er eben einfach nach rechts geguckt und nicht nach links. Und selbst das hier ist knapp. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Überall kommen Autos. Junge. Australia. Digga, da wäre ich jetzt auch gerne. Schön Sommer, Sonne, Sonnenschein. Digga, wie knapp das ist mit seinen Spiegeln. Junge. Digga, was war das denn? Also Reißverschlussverfahren, aber der Autofahrer hat halt offensichtlich, absichtlich sehr stark beschleunigt, damit er auf gleicher Ebene ist mit dem Motorradfahrer. Richtig dämlich. Oh, okay. Okay, also da wäre ich wirklich auf 180. Wenn mich einer ausbremst, das ist halt so wirklich ein No-Go. Weil das ist absichtlich aggressiv, er schränkt mich ein, das geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Und da fällt es mir persönlich auch schwer, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, aber mir persönlich fällt es in der Situation wirklich so schwer, die Nerven zu bewahren und ruhig zu bleiben. Ich würde da am liebsten ausrasten, auch vor den Fahren und dem bis auf 0 km ausbremsen. Aber bis jetzt habe ich mich noch zügeln können. Digga, also was ist denn los mit ihm? Was ist denn los mit ihm? Boah, ist das ein... Also das ist... Ne! Digga, es ist einfach eine Frau! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Junge! No way! Okay, das... Also das wirklich... Hätte ich nicht erwartet, weil normalerweise muss man echt sagen, meistens sind es Männer, meistens sind es wir. Ich weiß, dass die meisten Zuschauer von mir eben Männer sind, die komplett ausrasten im Straßenverkehr. Aber Digga, Junge, also das hätte ich nicht erwartet. Holy shit. Geisteskrank, jetzt zeigt sie noch den Mittelfinger. Und sie hat ein Kind auf dem Beifahrersitz. What the fuck? Hä? Auch super, weißt du, da ist man echt ein klasse Vorbild. Wenn man sowas macht, man sitzt im Auto, drängelt erstmal schön den Motorradfahrer ab, gibt viel zu viel Gas, zeigt dann noch den Mittelfinger. Klasse, das ist eine gute Erziehung. Junge, ey. Geil. Oh, ich glaube, jetzt ist sie richtig aggro. Ich glaube, jetzt ist sie richtig aggro. Ich bin mal gespannt, was passiert. Schade, dass er ihn nicht abgeschlagen bekommen hat. Aber also ganz ehrlich, fühle ich total, ich hätte den Spiegel auch abgeschlagen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ihn auch abgehauen hättet. Wirklich, no shit. Jetzt geil, jetzt holt sie noch das Handy raus. Was sie gemacht hat, ist viel schlimmer.
jumping lanes and trying to run me over. What an example to set for your kid. Geil. Okay, er sagt genau das Gleiche. Super Beispiel für dein Kind. Set that example for your kid, do you? Your windscreen? What? After you tried to kill me on the road, I've got the whole thing recorded on the chin cam. Hey? How? Sie ist richtig am Zittern. Sie hält schon ihre Hände an der Scheibe fest. Müssen wir mal drauf achten. Sie ist richtig am Shaken. Achtet mal auf die Finger. Seht ihr das? Sie ist so unter Adrenalin. Geisteskrank. Geistesgestört. Junge, Junge. Heftiger Clip. Okay, es geht noch weiter. Oder? Geht's noch weiter? You should operate your phone some more while you're driving. Trying to run someone over isn't bad enough. Just use your phone while you're driving. Krass. Also das war wirklich intens. Sehr, sehr intens. Oh shit. Also Ford Mustang einfach mal hier. Digga, wo wollte er denn lang? Ich glaube, das ist irgendwie ein Drive-In oder so. Ich habe keine Ahnung. Er ist einfach mal komplett hier über die Böschung geknallt. Holy shit. Oh, es tut mir schon ein bisschen leid, ne? Hey. Fuck. Okay. Das arme Mädel. Shit. I would recommend calling a tow truck or something, because if not, you're gonna f*** that axle. And that's gonna cost you a couple thousand bucks. Also was ich machen würde, wirklich, weil die sind ja da, hier sieht man ja Best Buy und so weiter auf einem riesigen Parkplatz. Ich würde einfach ganz viele Leute fragen und dann versuchen, das Auto anzuheben und wieder irgendwie, das ist ja nur ein kleines Stück, ungefähr so viel, wieder auf den Kannstein zu heben. Und dann kann man ja langsam wieder da runterfahren, also auf die richtige Seite. Gut, ist ein Ford Mustang, der wiegt wahrscheinlich viel, aber wenn man jetzt wirklich mit 10, 15 Leuten da anpackt, dann hebt jeder irgendwie gefühlt 70, 80 Kilo hoch vorne und dann sollte das eigentlich gehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. I mean, it could, as long as you don't rock it back and forth, it should be okay, but you don't want to break that axle. Scheiße, Mann. Oh Mann, sie tut mir richtig leid. Aber wenigstens kann sie noch lachen. Yeah. In Indien, geistesgestört. In Indien passieren immer so, wirklich Freunde, so einfach nur verrückte Sachen. Überlegt euch das mal, das ist hier eine zweispurige Straße und dann kommt euch einfach, stellt euch mal vor, das wird in Deutschland passieren, dann kommt euch einfach ein verdammter Reisebus entgegen, der gerade hier in dem Fall ein Tuk-Tuk überholt. Digga, Junge, what the fuck? Holy shit, das war echt intens. Okay, das sieht nach Kalifornien aus. Ich würde sogar fast sagen Los Angeles. Ach, Digga. Ich glaube, da bin ich schon mal lang gefahren. Oder ich erzähle jetzt gerade kompletten Mist. Ich weiß es nicht genau. Juch, okay, das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war wirklich, wirklich knapp. Mal sehen, ob er sich entschuldigt. Watch your mirrors. Why aren't you watching your mirrors? Ah, mehr oder weniger. Aber viel kam da jetzt nicht raus. Oh, und er fährt, ja. Classic. Aber da denke ich mir auch so, Digga, wo hat der Autofahrer bitte seine Augen gehabt? Da war nichts gefühlt auf der Straße, richtig gut ausgebaut, keine Hindernisse, er zieht einfach durch. Das ist so, ich gucke einmal nach links, ah, da kommt irgendwas auf zwei Rädern, ist bestimmt ein Roller, ist langsam, ich gucke nach rechts, ich fahre einfach. Wirklich, also 1:1, zu wenig geguckt. Mein Gott, was ist denn heute mit meiner Stimme los hier? Okay, pass auf, ich sag, er filtert jetzt und gleich regt sich irgendeiner auf, dass er filtert. Oder einer
zieht absichtlich in den Weg rein. Wow, okay, das war ein weirder Move. Das war ein weirder Move. Digga, was ist das für eine Kamera, Mann? Junge, krank. Aber also wirklich, no front, wirklich no front. Aber diese Rennradfahrer, also die fahren schon ganz schön beschissen. Kann man nicht anders sagen. Ich bin hier oft im Straßenverkehr unterwegs und ich denke mir dann immer, Digga, das können die doch nicht ernst meinen. Wirklich, wenn ihr Rennrad fahrt, leidenschaftlich oder sogar professionell, no front, aber viele benehmen sich wirklich nicht, vielleicht nicht ihr, aber viele benehmen sich wie ein Stück Scheiße auf der Straße. Fahren dann komplett mit vier Mann nebeneinander auf der Landstraße oder in der Stadt wirklich mitten auf der Fahrbahn, anstatt ein bisschen weiter rechts zu fahren. Hat man nichts dagegen, aber so ein bisschen Rücksicht nehmen, das sollte eigentlich schon drin sein. Und das ist halt hier wieder so, Digga, ja, wir fahren Rennrad, uns gehört die Straße. Oh, Junge! Okay, er dreht um. Er dreht um. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Freunde. Holy shit. Das ist eine richtig geile Compilation heute. Wow! We're doing the speed limit here. You stupid, just cutting across the f***ing road, cutting people off. They're turning in. You want to have a go at people? Keep out of the legal f***ing place road. To park. What? You've just assaulted me. That's a legal place for them. No, because you've run out on the f***ing road trying to assault me while I'm Did trying you to see drive the guy that's legally at the f***ing speed limit. You've just assaulted me. You stupid, just cutting you've across just the street. Boah, krass. Also, ich meine, irgendwo kann ich den Motorradfahrer verstehen, aber er hat ihm halt also wirklich direkt eine reingehauen, ne? Direkt. Jetzt nicht so krass heftig, aber er hat zumindest seine Brille verloren. Really? Stop being a stupid head. Go. Would you be a stupid head? I'll assault you again yeah. in a sec. Go. Really? You won't take your helmet off. Why? Because you get dropped if you take your f***ing helmet off. I can see about that, you stupid. Don't worry about it. I've got it all on camera and you... I know you have it on. So what about it, mate? Why do you want to go down this path? What about it? Oh, you want to go down this path? Boah, Digga, er sieht aber auch so böse aus mit seinem Bart. Junge, Junge. Digga, wow. Heftig. Ja, okay, fand ich jetzt nicht so schlimm. Kann mal passieren. Er ist dann wieder zurückgefahren. Es regnet, es ist dunkel. Vielleicht leicht übersehen. Alles cool. Wait, 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 what are you doing? Digga. Go! Go! Oh Mann, ey. Hell! You get in the kinder next time. Moron! England ist halt wirklich Road Rage Country Number One. We're driving home one night. We're going down our road. We just got back from a 180 mile road trip to pick up a freaking mini bike all the way in Osceola, Missouri. I've talked to you before. Yeah. I don't know. I couldn't find nothing to ride. Oh, anywhere to ride. Well, we don't watch up and down the driveway. Yeah. Okay? Yeah, sorry. You don't own this entire, Yeah, this is all private. I used to know who owned that house right there, who's but... That? Jimmy? Yeah, he built it. Yeah. Okay. No, we just would prefer you not use this. Yeah, okay. Okay. Yeah. I mean, I get it. We need a place to ride, but... Yeah, I'll just... We don't ride here.
Yeah. Sorry about that. Okay, also irgendwo kann ich beide verstehen. So, der eine sagt, hey, das ist unsere private Straße. Wir möchten das nicht, dass du hier auf und ab fährst. Ist das gute Recht, auch wenn es so ein bisschen Korinthenkacker-mäßig ist. Aber trotzdem, so ein Motorrad ist laut und wenn es deine Einfahrt ist, du willst es einfach nicht, okay. Und der Motorradfahrer war ja auch, beziehungsweise, was war das eigentlich? Es war eher ein Pitbike, oder? So eine kleine Mini-Cross-Maschine. War sehr, sehr einsichtig, hat gesagt, okay, ja, ich kenne da hinten einen, den Jimmy. Und ja, tut mir leid, ich versuche jetzt hier nicht mehr lang zu fahren. Also ich kann beide Seiten verstehen, weil er will ja auch nur Motorrad fahren. Na, ihr wisst, wie es ist. Digga, was ist das für ein Motorrad? Was ist das für ein Motorrad? Digga, ich schwör's euch. Die Engländer, die rasten direkt aus. Wirklich, die rasten direkt aus, schreien direkt rum. Instant. So glad my brakes work. Oh, GSX-R 57, geil. Richtig, richtig nice Bike. Wird leider nicht mehr gebaut, soweit ich weiß. Digga, was war das denn, Alter? Heilige Mutter Gottes. Ich muss das nochmal sehen. Junge, also, hä, das kam aus dem Nichts. Und er knallt einfach mal den Briefkasten komplett um. Junge, geisteskrank. Geistesgestört, wie schnell war der bitte? Guckt euch das mal an. Alter! Und jetzt haut er den Briefkasten weg. Achtung, 3, 2, 1. Boom! Alter Schädel. Also jetzt mal abgesehen davon, dass hier der, was ist das, ein Honda Accord oder so, Honda Civic, ich weiß es gar nicht genau. Mal abgesehen davon, was zur Hölle ist das hier? Was zur Hölle ist das? Das sieht irgendwie gefühlt aus, als würde der so fahren. Seht ihr das? Also wahrscheinlich irgendwie gegen Kälte oder so, aber das habe ich noch nie gesehen beim Motorrad. Richtig witzig. Digga, aber wirklich, also fühle ich total und schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das schon mal hattet, dass einfach jemand, egal ob ihr auf dem Motorrad gesessen habt oder im Auto wart, dass einfach jemand über die Straße läuft und dann wirklich in aller Ruhe mitten über die Straße und ihr denkt euch so, Digga, ich komme hier gerade angefahren. Aber es juckt die Leute auch nicht, die das machen. Also die gehen einfach dann ganz entspannt über die Straße, weil die, glaube ich, auch denken, ja, er wird schon bremsen. Er wird schon bremsen. Also wirklich Real Talk, ich glaube, das ist 100% die Einstellung von den Leuten. Perfekt, hier sehen wir wieder ein bisschen russische Schrift. Falls hier jemand aus Russland da ist, bitte übersetzen, was da steht. Das wäre sehr, sehr cool. Ich kann es nämlich überhaupt nicht lesen. Я, короче, предлагаю ему проехать, просто не останавливаться. Oh, shit, er hat ein Blech in der Hand. Oh, fuck. Guck dir das mal an, Digga. Geil. Okay, also ich muss sagen, Freunde, das war eine richtig, richtig geile Compilation. Ich würde sogar sagen, das war mit die beste, die wir diesen Monat und demnach auch dieses Jahr angeschaut haben.
krasse Dinge. Also ich fand am heftigsten war, das waren meine zwei heftigsten Clips, meine zwei Favorites in der Compilation. Einmal das mit der Frau, wo ich dachte, das wäre ein Mann, die den Motorradfahrer voll ausgebremst hat, mit dem Mittelfinger und mit dem Kind auf dem Beifahrersitz komplett gestört. Keine Ahnung, was in die gefahren ist. Und Nummer zwei war, genau, das mit dem BMW gerade, der da vorbeigebrettert ist, der einfach mal den Briefkasten weggehämmert hat. Junge, geistesgestört. Wirklich, echt geistesgestört. Schreibt mir mal in die Kommentare, welcher Clip euch am besten gefallen hat, welchen ihr am krassesten fandet. Und ja, in dem Sinne, das war's schon. Ich werde mich jetzt aufs Motorrad schwingen. Das Wetter sieht wieder beschissen aus, aber es interessiert mich nicht, denn auf Motorrad werde ich auch bei 0 Grad Nebel und Regen Spaß haben. Wir sehen uns in wenigen Stunden wieder. In dem Sinne, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil! Boop!